willkommen bei Dein großer Tag. Wir erfüllen Herzenswünsche und heute geht's um Lukas. Sein großer Wunsch, einmal Polizist sein und Polizeiarbeit hautnah miterleben. Diesen Traum werden wir ihm natürlich erfüllen und deswegen haben wir hier eine kleine Familienfeier vorbereitet, denn er ahnt überhaupt nichts und ich werde mich jetzt verstecken und lege mich auf die Lauer. Nichts sagen, okay? Okay. Ich bin total aufgeregt. Bis gleich. Mit versteckten Kameras fangen wir ein, wie Lukas völlig ahnungslos mit Freunden und Verwandten feiert. Überraschung! Wir haben uns auf Selfie draufgeschlichen. Na, Lukas, wegen dir bin ich hier. Ja. Ja, kannst du dir denken, oder? Wegen Dein großer Tag. Aha, hast du dich beworben? Ja. Mit welchem Wunsch? Dass ich zur Polizei gehen kann. Aha. Und glaubst du, es ist ein gutes Zeichen, dass wir jetzt hier reinplatzen? Ja. Ich darf ihn ab. Ein bisschen überraschend jetzt. Bist du sprachlos, oder? Sehr sprachlos, ja. Also pass auf, du hast dich bei uns beworben und hast gesagt, du möchtest gerne mal hinter die Kulissen der Polizei schauen. Ja. Wir werden beide zusammen die Bereitschaftspolizei kennenlernen. Wir werden ins Hundetrainingszentrum gehen. Wir gehen zur Pferdestaffel. Und zum Schluss, da gehen wir zur Wasserschutzpolizei. Und du darfst selber ein Schiff von der Polizei, ein Boot fahren. Cool. Also, ist das was? Natürlich, klar. Ich liebe Polizei. Dann herzlich willkommen bei Dein großer Tag. Überraschung gelungen. Jetzt lass dich mal drücken von deiner Familie. Oh, du freust dich so gut. Ja, dann auf Lukas, oder? Prost! Lukas hat jede Menge Hobbys. Er spielt zum Beispiel gerne Schlagzeug. Aber er fährt auch gerne mit Freunden Longboard. Sport ist ebenfalls sein Ding. Wie bist du denn überhaupt darauf gekommen, zu sagen, mein großer Berufswunsch ist tatsächlich Polizist? Ich mag es einfach auch zu sehen, wie diese Polizisten diese coolen Sachen an ihren Gürtel haben. Und generell, das Berufsleben als Polizist ist einfach viel besser, irgendwie finde ich, als die ganze Zeit irgendwie in einem stickigen Büro zu sitzen. Was glaubst du denn, gehört dazu, um ein guter Polizist zu sein? Ich glaube, man muss sportlich sein. Dann sollte man auch Respekt vor den Leuten haben. Und man muss gerecht sein. Man muss auch wirklich sich alles anhören müssen und ja. Er kann es kaum erwarten, bis sein großer Tag beginnt. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt, aber ich bin schon gespannt und ich hoffe, ich kann schlafen vor lauter Aufregung. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen. Peace. Erste Station, Trainingszentrum Polizeihundeführer. Hier werden Schutz- und Spezialhunde ausgebildet. Sie leben und arbeiten zusammen mit ihrem Herrchen. Ein unzertrennliches Team. Hallo Uli. Hallo. Schön, dass du den Rico heute mitgebracht hast. Gerne. Ihr zwei seid ein Team, oder? Richtig. Wie kriegt ihr das denn eigentlich hin? Wie lernt ihr das denn alles so? Man wählt ja schon bestimmte Hunderasse aus, die zum einen relativ ein großer Arbeitswille, Arbeitsfreude mitbringt. Weißt? Und dann nützt man diesen Spieltrieb, den die auch mitbringt. Und das ist einfach für ihn das Größte, wenn er was toll gemacht hat, wird er von mir immer gleich bestätigt, kriegt sein Spielzeug. Mein Hund ist so auf Spiele, auf Bälle fixiert, das ist wirklich mega. Bevor ein Hund zum Polizeihund wird, muss er viele Übungen absolvieren. Er lernt Gehorsam, aber auch, wie er Verbrecher aufspürt oder stellen kann. Hier schlüpft ein Polizist in die Rolle eines Kriminellen. Rico muss ihn finden und an der Flucht hindern. Komm rein!
Fußplatz! Das war leichtes Spiel für Rico. Aber der Täter flüchtet. Handy und Kopf, sie sind festgenommen. Uli, wie hat sich Rico angestellt? Sehr gut, also man sieht es auch, Täter fixiert. war gut, von vorne weg, er hat das erste Zeltle genommen, man sagt Revieren, er muss zuerst um dieses Zeltle springen, um dementsprechend den Täter auch zu finden und wurde dann zuerst, sage jetzt mal, verbellt. Also da darf der Hund noch nicht gleich beißen, sondern erst, wenn der Täter dann flüchtig geht und sich den Anweisungen der Polizei widersetzt, dann wird der Hund eingesetzt und das macht er dann automatisch. Da braucht er dann kein extra Kommando mehr von mir. Ganz schön beeindruckend. Ja. Ausgebildet werden in diesem Trainingszentrum auch sogenannte Personenspürhunde. Wen hast du denn heute dabei, Verena? Ich habe heute den Oskar dabei. Der Oskar ist auch ein Polizeihund, auch wenn er jetzt nicht so aussieht wie jetzt der typische Polizeihund, wie man sich vorstellt. Der ist jetzt 1¾ Jahre alt und der macht bei der Polizei zusammen mit mir die Ausbildung zum Personenspürhund. Wir können das mal ausprobieren, wenn du Lust hast, Lukas, dass du quasi dich vom Oskar suchen lässt heute. Dazu hat Lukas ein T-Shirt mitgebracht, an dem Oskar später schnuppert, um sich den Geruch einzuprägen. Wow, wie cool. Ich bin gespannt, ob es klappt. Ja, schauen wir mal. Ja. Meinst du, er kriegt das hin? Ich glaube schon. Gut, aber dafür verstecken wir uns nicht hier, sondern gehen in den Wald. Lukas sucht sich mit einem Polizisten im Wald ein Versteck. Ja. Und hier hin? Dann warten wir hier mal. So, jetzt rüsten wir uns noch aus, bevor wir losgehen, den Lukas suchen. Was ist das für eine Spezialweste? Genau, das ist so eine spezielle taktische Einsatzweste für uns, damit wir auch alles, was wir im Einsatz immer mitnehmen müssen, gut verstauen können. Funkgerät dabei, dann sind wir eigentlich ganz gut gerüstet und der Hund bekommt auch noch sein Geschirr angezogen. Okay. So, jetzt wird geschnüffelt, damit Oskar Witterung aufnehmen kann. Das reicht schon? Das reicht schon, genau. Ja, und suche. Okay. Ich kann das nicht. Ich muss wieder gehen. Okay. Glaubst du, er wittert schon was? Ja, ich denke schon. Also jetzt hat er auch einen richtigen Zug drauf und du willst ganz auch mal festhalten, die Leine. Also du merkst, da geht's schon vorwärts. Ja, der hat eine Idee. Oh. Gefunden! Lassi! Ja, Lassi, ihn gefunden. Ja, super! Lukas, hast du eine Belohnung? Super. Ja, jawohl, schau mal! Langsam. Was geht? Da gibt's den Wiener Würstchen. Jawohl. Und schon sind sie wieder weg. Super. Lukas, das war dein erster Tag und wir haben ganz schön viel erlebt heute. Ich fand es super spannend. Wie war es für dich? Ich fand es einfach richtig cool, mit den Hunden zu sehen, wie sie arbeiten, was sie machen, wie sie trainieren. Und ich fand es einfach richtig cool und freue mich schon auf morgen. Bei Einsätzen kann es manchmal richtig hart zur Sache gehen. Deshalb tragen Polizisten eine spezielle Schutzkleidung. So, Lukas. Du bist ja heute bei der Bereitschaftspolizei. Bereitschaftspolizei bedeutet Großlagen, Fußballspiele, Demonstrationen. Mhm. Und dass wir uns schützen gegen jedwege Gegenstände, habe ich dir jetzt mal hier ausgebreitet, was wir anziehen für so einen Einsatz. Mhm. Ja? Die vordere Reihe wird für dich sein, die hintere Reihe ist für mich. Okay. Probieren wir es mal gemeinsam aus und machen dich einsatzklar. Jetzt überkreuzen hinten eine Seite rüber. Und fest. So, Schritt Nummer 1. Wie trägt sich's? Ja, ist ein bisschen unangenehm. Ein bisschen unangenehm noch. Ja. Dann darfst du mal deine Weste schnappen. Da helfe ich dir gleich mal von vorne rein. Das Ganze ziehen wir an wie eine Jacke. Achtung. Passt wie angegossen. Und das musst du alles selber machen. Das muss ich alles selber machen, zur Not, wenn ich es nicht hinbekomme. Machen wir das im Kollegenkreis, genauso wie wir zwei jetzt. Mhm. Und dann helfen wir uns da natürlich. Mhm. Ja. So, zu guter Letzt. Warum war es noch? Den Helm. Den Helm. Den darfst du mal aufheben.
Und saßt du schon mal im Polizeiauto drin? Nein. Ja, komm, als nächstes darf sich Lukas mal ein Polizeifahrzeug näher angucken. Maike zeigt ihm, wie es funktioniert. So, jetzt sind wir im Streifenwagen drinnen. Und hier siehst du, können wir unser Blaulicht anschalten. Mhm. Da können wir auch unser Martinshorn anschalten. Und hast du schon mal gesehen? Okay. Oh, was ist jetzt? Guck mal, das ist unser Funkgerät. Wir haben einen Einsatz reinbekommen. Eine Demonstration. Sollen wir da mal hinfahren? Ja, warum nicht? Und da du heute mein Beifahrer bist, kriegst du das und dann drückst du auf den roten Knopf und wir fahren los, da geht's Martinshorn an. Damit Lukas die Arbeit der Bereitschaftspolizei hautnah miterleben kann, wird heute extra für ihn der Ernstfall geprobt. Bei solchen Übungen lernen angehende Polizisten, gefährliche Situationen unter Kontrolle zu bekommen. Vor Ort sind auch ganz spezielle Einsatzfahrzeuge. Du kommst genau rechtzeitig zum Einsatz. Wir haben hier eine Demonstration und wir filmen jetzt, weil die Personen vermummt sind. Und was habt ihr jetzt eigentlich hier so für Geräte im Fahrzeug? Ja, wir haben einmal die Kamera oben auf dem Dach, die eben hier alles filmt. Die macht schöne Übersichtsaufnahmen, dass wir das später dem Richter vorlegen können, weil der war ja nicht dabei, damit er sieht, wie ungefähr die Umgebung war und was passiert ist. Möchtest du dich mal hinsetzen? Ja, warum nicht? Laura zeigt Lukas, wie die Technik funktioniert. Mit einem Joystick wird die Kamera gesteuert. Sie gewährt einen Rundumblick und kann auch zoomen. Alles nur eine Übung, sieht aber ziemlich echt aus. Generell ein richtig cooler Tag, es hat mir richtig gut gefallen. Es hat Spaß gemacht, wir sind mit dem Polizeiauto durch die Gegend gebrasselt. Die Demo, die war einfach mal richtig klasse, richtig cool. Schade, dass es schon zu Ende ist heute, aber es kommt noch so viel, ich freue mich schon drauf. Und ja, gute Nacht, schlaf gut und bye. Sie war schon erfolgreich beim Probeeinsatz dabei, die Polizeireiterstaffel, die wir uns jetzt gleich näher angucken. Wir sind heute bei der Reiterstaffel Stuttgart und Sven ist hier der Chef. Vielleicht kannst du uns mal verraten, wie viele Pferde habt ihr denn hier und was sind so eure größten Herausforderungen als Polizist bei der Reiterstaffel? Wir haben 21 Pferde, es sind 32 Beamte hier bei der Reiterstaffel Stuttgart. Und bei den 21 Pferden sind auch Junge dabei, die noch ausgebildet werden müssen, die noch nicht fertig sind, noch nicht in Einsatz können. Und die größte Herausforderung für die Kolleginnen und Kollegen ist einfach der Umgang mit dem Pferd. Es ist ein bisschen anderes Polizeileben wie jetzt auf Streife. Lukas darf hautnah miterleben, wie der Alltag hier aussieht. Katharina zeigt es ihm. Der Morgen beginnt mit Stallarbeit. Einmal warten. Okay. Hier. Nehme ich ihn um jetzt rum. Kannst du mir einmal die Kette geben, bitte? Mhm. Dankeschön. Mach ich ihn hier fest. Dann kann er hier auf der Stahlgasse stehen bleiben. Okay. Das ist der Letor, den nennen wir der Einfachheit halber Temsi. Ja, was denkst du? Was machen wir jetzt? Wie machen wir weiter? Vielleicht ausmisten? Genau. Das mischt man aus und dann können wir ihn nachher noch putzen. Prima. Und dann ab in die Karre damit. Gut. Super. Und so im Prinzip, bis die Box sauber ist. Okay. Die ganzen Äpfel müssen raus. Tja, da darf man nicht zimperlich sein.
So, dann putzen wir ihn jetzt. Dann kannst du ihm einmal vorher die Möhre geben, aus der flachen Hand, dass er deine Finger nicht erwischt. Vielleicht ihn einmal kurz fressen. Genau. So. Gut. Dann kriegst du als allererstes den Striegel. Wie geht das? Nicht zu doll drücken. Nimmst. So. Ach so. Dann kannst du ihn so ein bisschen. Siehst du, da fallen die ganzen Haare raus. Quasi wie wenn du dir die Haare kämmst morgens. Man merkt schon, wie bist du so ein bisschen sauberer geworden ist. Ja, ne? Dann gebe ich dir den Huf einmal hoch. Ja, dann nimmst du erst das Metall und dann machst du da den ganzen groben Dreck raus. Und jetzt zum Training. Pferde sind Fluchttiere. Hier werden sie für den Einsatz in Extremsituationen ausgebildet. Ja, jetzt sind wir hier bei den Pferden, haben unsere Pferde hier mal aufgestellt und zeigen jetzt, wie wir die Pferde an gewisse Gegenstände und entsprechende Berührungen gewöhnen. Das machen wir meistens mit einer Fahne, das ist so der erste Schritt. So, und lassen da mal riechen an der Fahne. Er zuckt jetzt so ein bisschen, ist aber nicht schlimm, können wir mit der Hand noch mal ein bisschen nachsteuern. Und so lernen wir. Die Pferde lernen bei diesen Übungen, Berührungsängste zu überwinden. So lernen sie Berührungen und dass der Gegenstand einfach weggeht. Jetzt kommen wir zur Königsdisziplin, das ist das Feuer. Das lernen unsere Pferde relativ spät in der Ausbildung, um sie eben, wenn sie schon weit genug sind, an diese Extremsituation zu gewöhnen. Einmal Marsch. Jetzt ist er erschrocken, das macht gar nichts. Jetzt kommt noch was dazu. Das Feuer ist das eine, aber der Rauch ist noch viel schlimmer. Ja. Weil oftmals bei der Demonstration oder sonst irgendwo kommt natürlich zünden sie Bengalos und solche Dinge. Junge und erfahrene Polizeipferde trainieren gemeinsam, damit sie gegenseitig voneinander lernen und Ängste schneller überwinden können. Ja, Lukas, nun hast du die Pferde von unten kennengelernt, hast gesehen, wie wir die Pferde vorbereiten. Und jetzt machen wir aus dir einen Polizeireiter. Eins, zwei, drei. Hopp. Genau, und das Bein rüber. Ups. Jawohl. Fühlt sich speziell an. Speziell? Man sieht, Lukas hat noch nicht so viel Erfahrung mit dem Reiten. Wir stellen Polizeikette auf der linken Seite der Lukas und anderen rechts daneben aufmarschieren und halt. Mensch, das sieht ja toll aus. Hey Lukas. Hi. Und wie ist es da oben auf dem Pferd? Speziell, würde ich mal sagen. Also man fühlt sich anders. Ja, man hat irgendwie keine Lehne, um sich zurückzulehnen. Aber ich finde es trotzdem irgendwie cool. Also ich würde es sogar aushalten wollen. Markus, du warst den ganzen Tag dabei, hast Lukas beobachtet. Wie ist denn dein Urteil? Eignet er sich? Ich glaube, wenn er groß ist und das Reiten gelernt hat, dann kann er bei uns anfangen. Das klingt doch großartig. Dann vielen Dank für diesen spannenden Tag heute bei euch. Und wir sehen uns gleich wieder auf festem Boden, Lukas. Ja. Ein Schwimmer in Not. Ganz klar ein Fall für die Wasserschutzpolizei. So Lukas, heute wartet ein richtiges Highlight. Wir sind bei der Wasserschutzpolizei in Karlsruhe und das ist Ralf. Hallo Ralf. Hallo, hi, Ralf. Grüßt euch. Ja, du darfst heute mal mit einem richtig schönen gleichen Polizeiboot fahren. Genau. Ich freue mich schon, ja. Aber er fährt nicht nur mit heute und guckt zu, oder? Nein, er darf auch mal fahren. Boah, das ist ja cool. Kann es losgehen oder fehlt noch irgendwas? Ja, Lukas, wir brauchen auf jeden Fall Sicherheit. Und das erlangen wir dadurch. Das ist eine Rettungsweste. Die solltest du bitte anziehen, wenn wir auf so einem Boot sind. Okay. Na, ich helfe dir rein. Sicherheit geht vor. Genau. Ja. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Das ist jetzt ein Boot ein bisschen älteren Datums, aber mit einer ganz neuen Maschine hinten dran. Das hat 100 PS. Wie schnell sind 100 PS? Das sind also auf dem Wasser so 50 Kilometer pro Stunde. Jetzt geht's durch die Wellen. Pass auf. Guck. Jo. Das macht es ja schon wahrscheinlich relativ viel Spaß, ja, wenn man als Beifahrer mitfährt. Ja. Und jetzt darfst du mal das Boot übernehmen. Was meinst du dazu?
Okay, ich versuch's mal. So, das ist der Gashebel, das hast du ja vorher schon gesehen. Ja. Steuerrad, ganz normal. Und dann einfach jetzt mal Gas geben. Also ganz vorsichtig mal nach vorne gehen. Dann merkst du, wie schnell das geht. Genau, jetzt einfach darüber mal fahren. Oh, der Wind! Oh, so schön! Hey, Lukas! Hey! Soll ich euch mit ranziehen? Ja! Ah, komm her! Ah. Erzähl, wie war's? Oh, es war richtig cool. Ja? Wir sind mit ein paar Stundenkilometern hier durch den Hafen gefahren, haben ein Manöver gemacht. Sind durch die Wellen gefahren. Es hat einfach riesen Spaß gemacht. War cool? Ich würde es 1000 Mal mehr machen. Du würdest gern weiterfahren? Öfters, ja. Aber ich habe noch was Cooles für dich. Guck mal, da ist es. Das große Polizeiboot. Hallo. Hi. Hi. Hallo, Lukas. Hi. Hi. Hallo. Das sind Markus und Alex hier bei der Wasserschutzpolizei. Und ihr verratet uns jetzt, auf was für einem Boot sind wir eigentlich? Du bist hier auf dem schweren Polizeistreifenboot, auf dem Rheinstreifenboot. Und wir werden jetzt von hier aus dem Hafen Karlsruhe nach draußen auf den Rheinstrom fahren und uns dort ein bisschen umsehen. Cool. Und bevor es losgeht? Gehen wir zusammen in den Maschinenraum, machen die Maschinen klar, dass wir auslaufen können. Zwei Maschinen, ja. Die haben zusammen 1000 PS. Das Boot hat 2 Schrauben. Auch der Ölstand muss geprüft werden. Ist genügend Öl drin. Und dann machen wir jetzt noch die sogenannten Seeventile auf. Das sind die Ventile fürs Kühlwasser für die Motoren. So? Gut, das war's. Wir können. Wir fahren jetzt direkt zum Rhein. Okay. Die Wasserschutzpolizei führt hier Schiffskontrollen durch oder wird zu Rettungseinsätzen gerufen. Was habt ihr denn hier so für verschiedene oder spezielle Geräte? Also am interessantesten ist das ICE, das ist das automatische Schiffsinformationssystem. Darauf können wir ablesen, in welcher Entfernung ein bestimmtes Schiff von uns ist. Ein Radargerät mit elektronischer Flusskarte. Da kriegt der Bootsführer den Abschnitt, auf dem er gerade fährt, gezeigt. So, jetzt nehmen wir einen Platz. Und jetzt darf Lukas ran. Hier hast du dein Ruder, geht an die Hand ran. Mhm. Und jetzt schiebst du mal so ein bisschen nach vorne. Schön, langsam, mit Gefühl. Ist doch gar nicht so schwer, oder? Nein. Siehst du? Lukas, das war dein großer Tag bei der Polizei. Ich fand's super spannend, wir haben so viel gelernt. Wie war's denn für dich? Ja, ich fand's mega cool, den Polizisten über die Schulter zu schauen, dabei zu sein. Es hat einfach riesen Spaß gemacht. Also immer noch Traumjob? Immer noch Traumjob. Sehr gut. Dann wird's doch jetzt Zeit für eine kleine Belohnung. Und zwar eine, Augen auf, Polizeimütze! Die ist für dich. Dankeschön. Von der Wasserschutzpolizei. Sieht richtig gut aus. Und wenn ihr zu Hause auch einen richtig großen Wunsch habt, so wie unser Lukas, dann bewerbt euch. Geht auf deingroßertag.de und ich drücke die Daumen, dass es klappt. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.